Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Im 39. Beispiel des Mumonkan heißt es: Ein Mönch fragte Umon, was ist der wahre Buddha-Leib? Umon sagte, Kayakuran. Das bedeutet ein gehegter Blumengarten. Der Mönch antwortete, und wenn ich das nun genau so verstehe, dazu Umon, Goldhaarlöwe. Ja, also der Mönch möchte gerne wissen, was denn nun wirklich der wahre Leib des Buddha sei. Im Buddhismus gibt es die sogenannte Trikaya-Lehre. Trikaya bedeutet, es gibt irgendwie drei Aspekte der Verkörperung des Buddha. Ja? Der eine ist der Nirmanakaya. Das ist der fleischgewordene Körper. Der Körper, mit dem Shakyamuni Buddha geboren wurde, mit dem er fast 80 Jahre hier auf der Erde herumgelaufen ist und der eine Vielzahl von Handlungen hervorgebracht hat, der sich auseinandergesetzt hat mit den Besonderheiten seiner Zeit, der in die hinduistische Gesellschaft hineingeboren wurde, der sich mit den ganzen geistigen Strukturen dieser altindischen Gesellschaft mit ihrem Kastensystem auseinandergesetzt hat und der in dieser Welt seine eigene Lehre entwickelt hat. Und zwar eine Lehre, die verschiedene Aspekte dieses sozialen Systems, in dem er zu Hause war, transzendiert hat. Der Buddha hat nicht an ein Kastensystem geglaubt. Im Gegenteil, für ihn hatte jeder Mensch die Möglichkeit, ein Vollendeter, ein Erleuchteter, ein Erwachter zu werden. Das ist das Potenzial, was jeder mitbringt. Und da gibt es keine unberührbaren und sonstigen Kasten, ja, Beziehungen, sondern jeder bringt das mit. Und so hat der Buddha auch in seine Sangha Menschen jedweder Herkunft aufgenommen. Nicht nur, dass der Buddha Menschen jedweder Kaste bei sich beherbergt hat und natürlich jenseits von dieser Kastenidentität die Menschen gefördert hat. Der Buddha hat auch Verfemte und Ausgeschlossene in seiner Sangha aufgenommen. Beispielsweise den Massenmörder Angulimala. Angulimala war ein hochbegabter Student, der an einen Meister geraten ist, der bemerkt hat, dass dieser Student mit seinen geistigen Kräften ihn nach kurzer Zeit überflügeln könnte. Und da hat er das gehabt, was in unserer Gesellschaft ja weit verbreitet ist, nicht nur Neid,
sondern auch Konkurrenzangst bis hin zur Niedertracht. Das stieg alles in diesem Lehrer auf. Und der hat dem Angulimala gesagt, du wirst letzte Vollkommenheit erlangen, wenn du mir eine Kette mit den Fingern von 1000 Menschen, die du getötet hast, bringen wirst. Dann hast du die Vollendung erreicht. Und Angulimala kam das sehr merkwürdig vor, aber er hielt diesen Lehrer dermaßen für eine Autorität, dass er losgezogen ist und hat Finger gesammelt. Immer jedes Mal ein Mensch ist dafür gestorben. Und er hatte 999 Finger gesammelt und er war der Schrecken in seiner Welt. Also er wohnte in irgendeinem Wald und keiner traute sich da rein. Ja. Keiner wollte da seinen Finger lassen und sein Leben und so. Und der örtliche König hatte ein großes Heer gerüstet, um diesen Angulimala da zu fangen und als Terroristen seiner gerechten Strafe zuzuführen. Und der Buddha hat mit dem König gesprochen und hat gesagt, wenn es mir gelingt, den Geist dieses Menschen zu befreien, von dieser Intention, Finger zu sammeln, einen Maler mit 1000 Fingern herzustellen, wenn es mir gelingt, wird er dann als freier Mann in meiner Sangha leben dürfen. Und der König hat gesagt, auf jeden Fall, also wir sind froh, wenn der einen neuen Weg einschlägt und wenn das endlich aufhört und wir hier alle aufatmen können und keine Geiseln mehr genommen werden und so weiter und so fort. Und der Buddha, der ist dann, hat sich dem Angulimala genähert und der Angulimala, der wartete jetzt auf sein tausendstes Opfer. Und da sieht er den Buddha kommen. Ne? Aha, da ist er ja. Und hat sich dem Buddha genähert und der war erstaunt, dass der Buddha zu ihm kam und sagte, du weißt, dass du des Todes bist. Und da sagte der Buddha, nein, ich bin nicht des Todes. Und dann hat der Angulimala gesagt, wie kannst du das behaupten, dass du nicht des Todes bist? Und da hat der Buddha gesagt, weil ich den Geist des Anhaltens verwirklicht habe. Da war Angulimala erstaunt, was wohl der Geist des Anhaltens sein könnte. Der Buddha gesagt, ich kann selber entscheiden, ob ich eine Sache tue oder lasse. Das mache ich mit dem Geist des Anhaltens. Du könntest auch den Geist des Anhaltens verwirklichen. Hat Angulimala gesagt, okay, wenn du mir den beibringen kannst, dann will ich mit dir kommen. Dann ist Angulimala mitgekommen und dann ist er ein Mitglied der Sangha geworden und es gibt ein berühmtes Koan, wo eine Frau in Wehen liegt und Angst um ihr Kind hat und er schickt ihren Mann und sagt, der soll bitte sofort den Buddha holen. Das ist die einzige Person, die das Kind retten kann. Und der Buddha, der sagte, nee, ich kann nicht. Angulimala, geh du da mal. Könnt ihr euch vorstellen, was das für Angulimala für eine Situation war. Ja. Der hatte so und so viele Menschen aus dem Leben gebracht und jetzt sollte er helfen bei der Geburt eines Kindes. Ja.
okay, er ist losgegangen. Es ist glücklich ausgegangen. Da sind noch ein paar Schwierigkeiten zu bewältigen gewesen. Aber schlussendlich war Angulimala tatsächlich ein Geburtshelfer in einer sehr kritischen Geburtssituation. Und ich sage das jetzt als Beispiel dafür, dass der Buddha ein sehr großes, mitfühlendes Herz hatte. Und dass er natürlich in der Hinsicht für uns alle ein Vorbild war und dass natürlich viele ihn nacheiferten und wollten natürlich wissen, wie verwirklicht man es, ein Buddha zu sein. Und da gibt es eben diese Ebene des Fleischgewordenen. So wie wir hier sitzen, sind wir alle potenzielle Buddhas. Und das wird in diesem Koan hier angesprochen. Ja? Also der Mönch fragt Umon, was ist der wahre Buddha-Leib? Ist es jetzt der Nirmanakaya oder ist es der Sambhogakaya oder ist es der Dharmakaya? Der Dharmakaya, der große kosmische Buddha-Leib, in den alles aufgenommen ist. Der Sambhogakaya, der die Ideale der Menschen verkörpert. Welcher ist es denn jetzt? Und Umon sagt, Kayakuran. Und verweist damit darauf, dass es ein Richtung Paradies sich entwickelnden Aspekt der Buddha-Natur gibt. Ja? Der Buddha ist sowas wie ein wunderbarer, paradiesischer Garten. Wenn wir da mit dem in Kontakt kommen, dann blühen in unserem Herzen Blumen jedweder Art auf. Alles wird zu großer Schönheit vereint und es ist auch noch geschützt. Also, diese Art von Garten ist unzerstörbar. Ja, er ist geschützt durch den Buddha Dharma. Ja, aber der Mönch, der traut dem Braten nicht so ganz. Und er sagt, naja, wenn ich das jetzt mal so wörtlich nehme, dann sind ja im Grunde genommen nur die schönen Aspekte dieses Erdenlebens Buddha. Ist das wirklich so? Und da sagt Umon, Goldhaarlöwe. Das klingt eigentlich ganz gut, ja. Klingt nach Gold, nach Kraft, nach Haaren, ja. Also viele, viele Facetten, ja. Ja, und wenn man mit diesem Koan dran ist, dann stellt man sich so den Goldhalle vor. Gott, das ist also nicht so nur Metro Goldwyn Mayer, so vor jedem Film, der da so rührt und so. Das ist irgendwie der König der Tiere oder sowas, ja. Was ganz Gewaltiges, Wunderbares, Einzigartiges. Und dann denkt man auch an die Goldhaarlöwen in der Gesellschaft, ja, so die blond gelockten Porsche-Fahrer und Sylt-Besucher, die zu jeder Tages- und Nachtzeit in irgendwelchen wunderbaren Zusammenkünften mit wunderbaren anderen Menschen sind und sich amüsieren und naja, so ein Leben da leben, ja. Manchmal. Ne? Goldhaarlöwe, ne? Brumm.
abends durch ihr Stadtviertel rauschen. Jeder weiß, der Goldhaarlöwe ist jetzt am Steuer. Und diese Goldhaarlöwen, die da unterwegs sind, die haben keinen Zugang dazu, dass sie eigentlich arme Schweine sind. Weil sie nämlich vergoldet sind. Sie glitzern mit der Goldseite ihres Wesens. Aber das, was tief im Herzen unbefriedigt, leidend und traurig ist, das darf diese Schicht nicht nach außen durchdringen. Und wenn Umund sagt Goldhaarlöwe, dann bezieht er sich auf diese Leidhaftigkeit dieser Erscheinung. Eigentlich steht der Goldhaarlöwe als Repräsentant für die gesamte leidende Schöpfung. Es ist ein armes Schwein. Er vertritt das, wovor andere Leute Ekel empfinden, die schrecklichen Anblicke von Kriegsverbrechen und Auswirkungen, aber auch all das, was gekennzeichnet ist von Vergänglichkeit und was darunter leidet, dass es vergeht. All das repräsentiert der Goldhaarlöwe. Das ist natürlich überraschend, wenn man dieses Korn das erste Mal sieht, dass so ein schönes Bild, dass sich dahinter, hinter dieser Fassade, dass sich da das ganze Leiden verbirgt. Aber der interessante Punkt ist ja, dass dieser Aspekt auch Buddha ist. Dieser Porsche-fahrende, blondgelockte ist auch ein Buddha. Das will uns erstmal nicht einleuchten, ja. Klingelingeling, Brillis, ne? Rolex. Was hat das mit Buddha zu tun, ja? Ja, das ist auch Buddha. Buddha ist allumfassend, umfasst alle Aspekte der Existenz, alle Aspekte des Lebens, weil es nämlich so ist, dass weil dieses ist, auch jenes ist. Es gibt keinen unabhängig existierenden Schlamassel. Und es gibt auch kein unabhängig existierende schöne Oper vom wunderbaren Buddha. So schön es auch im Avatamsaka Sutra klingt, was der Buddha da macht, der braucht gar nichts mitzumachen. Der sitzt da mit seiner Goldlocke und da, also seiner hellen Locke, und da fließt die ganze Energie raus und belehrt die ganzen Bodhisattvas, die da zusammenkommen, ohne dass er ein Wort sagen muss, geht das über. Ja, das ist auch eine Qualität des Buddha, aber es ist auch eine Qualität des Buddha, die Welt des Schlamms. Als Hannes und ich bei Professor Hungerleider zum Meditieren waren, das ist vielleicht 30 Jahre her oder so, da, es war in Würzburg in einem katholischen Kloster bei Pater Mariana, mit dem der Hungerleider befreundet war, ja. Und da haben wir auch ganz manierlich gesessen, schöne Sessions mitgemacht. Und ja, der Höhepunkt des Tages war immer das Mittagessen. Also diese Nonnen, die haben sich da alle Mühe gegeben, um so auf unsere Bedürfnisse zu reagieren. Ja. Und
An einem Tag des Sessions gab es etwas ganz Besonderes. Und vorher wurde immer von Professor Hungerleider rezitiert, so lieblich und fein wie der Lotus aus dem Schlamm sich erhebt, sei mein Meditieren und Mitgefühl mit allen fühlenden Wesen. Da waren wir immer ganz ergriffen von diesem Gebet und dann kam da so eine ältere Nonne mit so zwei großen Blechen auf der flachen Hand, kam so durch die Tür und da drauf waren lauter goldbraune Hähnchenkeulen. Das war, da musste man erstmal so ein bisschen schlucken, dass das ein Ausdruck des Mitgefühls mit allen fühlenden Wesen. Die kamen da so rein und wir waren damals noch so naiv, dass wir da einfach reingebissen haben. Heute, da hat man ja so viel inzwischen erfahren über das Leiden der Tiere, auch gerade aus der Massentierhaltung, Hähnchen und so weiter, dass man ja kaum noch sich traut, sowas zu essen. Übrigens war es ganz interessant, ich habe euch ja von Dietmar erzählt und seinem Sterben, Tod. Der hatte im Lebensgarten eigentlich die ganze Zeit immer vegetarische Vollwertkost gegessen, ja. Aber an seinem Todestag, da hatte er zwei Bratwürste. Die eine hatte schon angebissen und dazu eine Colaflasche. Die sind dann beide, als er nach vorne gefallen ist, auf dem Fußboden gelandet. Aber man kann sagen, er hat es sich noch mal gegönnt, so zum Schluss. Na? Ja, es war so noch mal so ein feierlicher Abschluss, ja. Mit allen fühlenden Wesen. Ja. Gut, also Schlamm ist auch eine Perspektive des Lebens, gehört auch dazu, ja. All diese Unsäglichkeiten, mit denen wir uns manchmal geistig beschäftigen, Kriege und so weiter und so fort. Und die gute Nachricht ist aber, dass dieses Paradies auch immer mit dem Schlamm verbunden ist. Wie nämlich der Lotus lieblich und fein aus dem Schlamm sich erhebt, so haben alle diese Schlammanteile unserer Existenz bei entsprechenden Bedingungen die Möglichkeit, zu höchster Schönheit zu erblühen. Und es ist nicht richtig, sich nur auf den Blühaspekt des Buddhismus zu beschränken. Nein, alles gehört dazu. Und wir sind auch mit allem vernetzt. Wir können hier tausendmal sagen, die da in Gaza oder Ukraine, die armen Irren, das hat mit mir nichts zu tun. Mit mir kannst du vielleicht mal mir streichen. Mir gibt es gar nicht. Ich, dass ich angeblich nichts damit zu tun habe, gibt es nicht. Es gibt Handeln und so weiter, aber es gibt nicht wirkliche Iche. Iche sind Konstrukte unseres Geistes. Aber die Wirklichkeit ist nicht so beschaffen, dass da lauter Iche rumrennen. Auch wenn es da bei eBay immer heißt, 3, 2, 1, meins. Es ist nicht meins. Es ist eine Einbildung. Ja, Klaus, der wiegt so ein bisschen den Kopf und ich sehe schon, dass er überlegt, wie man bei eBay mal so einen Tempel gewinnen könnte. Das ist vielleicht nicht ganz ausgeschlossen. Ja. 1, 2, 3 unsers, ja. Wäre ja auch mal ganz nett. Okay, aber ja. Auf jeden Fall ist es so, dass
wir alle ein Geschenk für diese Welt sind, genauso wie unsere Mitgeschöpfe, genauso wie Bäume, Tiere, Blumen. Und ein besonderes Geschenk für uns ist natürlich so ein wunderbarer, gepflegter Blumengarten. Ja. Und wenn wir den repräsentieren, dann ist es vielleicht ein Garten, in dem wir auf besondere Weise die Liebe des Lebens zu sich selbst zum Ausdruck bringen. Das können wir unterstützen. Aber die Liebe des Lebens zu sich selbst heißt auch, Ja zu sagen zur Vergänglichkeit, zum ewigen Stirb und Werde. Das Leben liebt sich, indem es diese Form der Vergänglichkeit übt in diesem Universum. Nichts wäre schlimmer, als wenn da nichts mehr vergänglich wäre. Die gute Nachricht ist ja, dass solche Kriege irgendwann auch vorbei sind und dass irgendwelche Willkürherrscher abtreten eines Tages. Das ist eigentlich eine schöne Nachricht, ja. Da kommt dann mal was Neues. Ob die es dann anders machen, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall, der Wandel hat auch seinen eigenen Charme. Und wir sind mittendrin. Wir wandeln und wir verwandeln mit. Und für gewöhnlich wird ja da manchmal von Karma gesprochen. Karma bedeutet im Buddhismus nichts anderes als, dass unser Tun mit den Folgen des Tuns in Verbindung steht. Ja. Und der Buddha hat mal gesagt, wenn du wissen willst, was du in der Vergangenheit getan hast, dann schau dich an, wie du heute bist. Und wenn du wissen willst, wie deine Zukunft aussieht, dann schau dich an, wie du heute bist. Das heißt, für den Buddha war immer der wichtigste Bezugsrahmen, auch zeitlich, das Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt ist im Grunde genommen alles umfasst. Ja, unsere Vergangenheit, unsere Zukunft. Und es hat auch was Tröstliches, weil es ja kein Ich gibt. Da muss man sich eigentlich nicht lange grämen über das, was man in der Vergangenheit mit dem Etikett Ich gemacht hat. Ja? Nimm das raus und du bist schon mal ein Stück weit erleichtert. Ja, die Existenz ist da durch ein psychophysisches Phänomen hindurchgerauscht namens Klaus oder namens Inga und so. Aber das hat keine Identität hinterlassen, sondern einfach nur ein Prozess. Und wenn wir uns das klar machen, dann können wir auch Ja sagen, dass ein Teil unserer Schönheit dem Leid entstammt, das wir erlebt haben. Also, es ist ja schon lange vorbei und der Prozess ist weitergegangen. Ich habe das schon öfter angesprochen. Wenn wir sowas erlebt haben wie so eine Urwunde, ja, in unserer Kindheit oder alten Zeiten, dann reicht die oft in die Gegenwart hinein. Die macht sich da bemerkbar. Und die hat Energie. Und es ist gar nicht die Aufgabe, diese Urwunde zu heilen, wie wir immer wollen. Ja, wir wollen ja alles möglichst heilen und in Harmonie kommen und alles schön miteinander in Freude und Liebe kommuniziert. Aber manchmal ist es nicht der Sinn, dass alles heilt. Manchmal ist es der Sinn, dass diese Urwunde die Energie neu manifestiert, dass aus ihr etwas Schönes hervorgeht. Ein Paradiesgarten zum Beispiel.
Wenn wir uns beschäftigen mit dem Zustand unserer Erde, die im Augenblick im Zustand des Goldhaarlöwen ist, ja, also die leidet, die Wesen leiden, die Menschen leiden. Wir wissen gar nicht, wie es in Zukunft aussehen wird, ob wir als Menschheit die nächsten 100 Jahre noch überleben werden. Dann können wir aus diesem Leiden einen Impuls nehmen, um Schönheit anzusteuern und Schönheit zu verwirklichen. Und diese Dimension mit Leben zu erfüllen, das frage ich mich angesichts des Leidens, was uns umgibt. Wie tun wir das konkret? Ja? Wie sieht das mitfühlende Handeln angesichts dessen konkret aus? Wir wissen, dass uns Partei ergreifen nicht hilft. Partei gegen den Schlamm zu ergreifen, hilft nicht. Der Schlamm will dabei bleiben. Nur für die Schönheit Partei zu ergreifen, hilft nicht. Wie finden wir also diesen Weg, liebevoll mit der ganzen Polarität umzugehen? Und das ist eine Frage, die stelle ich mal an uns alle hier. Ich habe da noch keine Antwort drauf. Ich weiß nur, dass es irgendwie ansteht. Und ich würde gerne mit uns allen daran arbeiten, dass wir eine Antwort darauf finden, konkret, im Hier und Jetzt. Wie können wir das umsetzen? Mitgefühl angesichts der Polarität von Paradies und Schlamm. Wie sieht das konkret aus? Ja, mit der Frage will ich uns mal hier alleine lassen. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.